Ding, Berkuli, du bist gefesselt. Ach Mensch, jetzt bin ich festgenommen, Ja, toll. oder Greg, oder? Nein, das ist Ja, nimm Berkuli. her. Ach, Entschuldigung. Guck dir die Nase an, das ist Berkuli. Wer hat denn euch eingestellt, bitte? Wir können da nichts machen. Die haben jetzt Spaß. Was wollt ihr befördern? Jeder, komm. Nein, wer sagt es? Gibt's hier irgendwie Probleme, oder? Nee, mach einfach dein Ding. Ja, okay, dann nehmen wir auf jeden Fall erstmal den hier mit. Ja, gut, viel Spaß, Luke. Dann nehmen wir erstmal den Luke mit, den Shaitan. Ich bin dein Chief, Digga, mach mich direkt frei. Ja, ja, warte, ich mach dich frei. Beruhigen Sie sich bitte. Wir bringen sie jetzt einfach wegen nicht kooperieren ins Gefängnis, in den Knast. Du hast wie Parkplätze bei unserem Motor. Ich bin immer noch ihr Chief. An erster Stelle sind sie jetzt Beschuldigter in einem Strafverfahren. Ja, halt deine Fresse. Sie sind sehr Scheiß stark jetzt. Am, wie soll ich sagen, Kaugummi kauen. Sind Sie vielleicht Kunde der Deutschen Telekom? Sorry, aber das ist Quatsch, dieses Nicht-Reden und so. Ja, Digga, das, was ihr macht, ist Quatsch. Nee, warum beschwerst du dich denn? Ich muss die Scheiße organisieren und ihr sorgt dafür, Digga, dass PD noch länger brauchen wird, bis die Scheiße organisiert ist. Weil ihr so dumme Aktionen macht, anstatt einfach irgendein random Kopf mit, ne, mit dem ihr ausgerechnet mich mit. Du warst der wir Lauteste. Auch, by the way, das, was Sie machen sollten, können wir jetzt auch machen. Wir übernehmen das PD, wir leiten das jetzt für Sie, wir nehmen Ihnen die Arbeit ab. Ah, das geht hier so nicht. Okay, okay. Ich glaube, man muss die Leute hier reinbringen. Ich bin normalerweise der Typ Mensch, der jetzt nicht unbedingt versucht, andere Leute für ihre Arbeit runterzumachen. Aber sorry, Luke, was sie da machen. Oh, was ist denn hier los? Alter. Nein! Anhalten und rechts ranfahren. Polizei! Hey, das ist doch kein Offroad-Bike. Das geht nicht. Hallo! SJB, SJB, Antifa, Antifa! Ich warne sie ein letztes Antifa. Mal! Cisco. Hallo! Du kleine Antifa, Drecksau! Antifa, Antifa, Antifa! Ist das ein Offroad-Bike? Ob das ein Offroad-Bike ist! Was ist die Mission von dem da links? Anhalten, sofort! Antifa! Sie sind festgenommen, festgenommen, festgenommen! Anhalten, sofort! Anhalten! Halten Sie an! Halten Sie an! Anhalten! Nichts leisten, nichts leisten! Dann geht mal in die Squat-Position und nur ganz leichte Dips machen. Dip, dip. Wo ist Gleck? Also, hast du ihn gehen lassen? Nee, aber da oben ist doch der andere. Guck mal, der ist doch gefesselt. Ja, den habe ich festgesetzt. Hallo. Ah, jo, jo. Sie sind beschuldigt einer Straftat. Ja, ja. Ja, ich glaube, wir müssen ihm verdeutlichen, was mit ihm passiert, wenn er sich nicht beugt. Kollege. Ja? Guck mal hinter dich. Siehst du deinen Kumpel? Ja. Der hat auch nicht kooperiert. Willst du kooperieren? Ja, ja, okay, alles gut. Mach ich. Was haben Sie da für schändliche Begriffe gesprochen? Was war das? Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Es tut mir leid. Entschuldigen Sie sich. Es tut mir leid. Entschuldigen Sie sich endlich! Es tut mir so leid, Herr Winkler. Willst du mich jetzt töten? Nee. Kannst laufen. Ey, danke. Jo. Ah, was ist denn hier los? Hallo. Oh, hat der Herr Sie gerufen? Ja. Oh. Der Herr würde gerne aus diesem Fahrzeug entlassen werden. Schwierig. Was sagt denn der Kollege dazu? Ah, ich habe ja auch gesagt, also das ist ja, wir haben ihn ja nicht ohne Grund jetzt festgenommen eigentlich. Ich mach's von dir abhängig. Gott, ach so, ich darf entscheiden, oder wie? Also es wäre sehr schön, wenn ihr vielleicht einen anderen holt und nicht unbedingt die Leitung des PDs. Ah, das ist der hohe, oder wie? Genau, genau. Okay, wir fahren ihn zurück ins PD und dann holen wir jemand anderen. Ich danke euch. Jo, top. Machen wir heute dann ciao, mal ciao. Eine Ausnahme. Heute mal eine Ausnahme. Aber auch nur, weil du es bist, Luke, ja? Ein paar Sekunden später. Er wollte mich verarschen. Was habt ihr mit mir vor, Mann? Ich werde alle Offs auf euch schätzen. Luke, nach vorne bitte, nach vorne. Ich werde alle Offs auf euch schätzen. Nach vorne bitte. Einsteigen, Gleck, einsteigen, es geht weiter. Wunderbar, haben sie gar nicht. Oha! Ich bin tot gleich. Gambo? Entschuldigen Sie bitte, Sir. Idiot, was machst du? Oha, hier ist Gambo. Junge, was geht denn hier ab? Entschuldigung, was geht hier für ein Film? Oha, guck mal, was für Gangstrukturen. Was geht denn hier für ein Film? Die knallen uns gleich auch ab. Nö, wir leben, alles gut. Boah, den einen, hast du ihn gehört? Oh, okay, alles gut, alles gut. Frieden. Oh. Das sind die Schlimmsten. Gambo-Leute sind die Schlimmsten. Hier. Ballers. Ballers. Moin, Ballers. Könnt ihr vielleicht kurz aufschließen? Könnt ihr vielleicht aufschließen? Hallo? Könnt ihr nur aufschließen? Nein. Cisco. Oh. Ballers. Was macht ihr gleich, Meier? Lan, ich dich in deinen Gürteln und deinen Mund dreifach am Monaco mehr. Bist du euch, Lan? Raus, raus, raus. Irgendwann später. Ah, warte mal. Los Santos Police Service. Pull to the curb and switch off the engine. Machst du das? Ja, ja. Megafon. Oi, blöd. This is the Los Santos Police Department. Everybody stay where you are. Hands up. If you do not comply, ich wäre sehr erfreut, wenn ihr einfach aus dem Haku rausfahren würdet, ja? Polizeieinsatz. Müssen wir leider das Feuer öffnen. Soll ich dich jetzt f***en oder später f***en? Oder wir f***en dich. Könntet ihr vielleicht auf eure Sprache achten? Warte mal, ich bin in der Schule oder was, Digga? Verpiss dich jetzt, du Lelle. Digga, ich f***.
Ey, bitte nicht so hart. Leg dich hin, Alter, verbiss dich. Könnt ihr mal bitte auf, wie ihr redet, ja? Wir sind im Kindergarten, ja? Alle wieder in die Garage. Hört auf den Lehrer, ja? Ein paar Sekunden. Oh, Glaggy. Noch tot. Oh. LSPD. No way, wie geil. Sofort aussteigen. Du musst F. Wie machst du das? F2, dann Einstellungen, ja. Dann Bind-Dinger, Bind-Settings ganz unten und dann Megafon suchen. Test, klappt? Ja. Das ist das LSPD, steigen Sie sofort aus. LSPD, sofort Waffen nein. weg! Sofort die Waffen wegstecken! Wir müssen das Ballers. Jungs, ihr könnt gleich ins Ghetto fahren! Ja, was hat denn das hier mit euch? Wir müssen das Ballers-Gelände leider räumen! Ballers! Kommt raus, hey, da. Okay. Ballers! Oh, das ist aber gar nicht toll! Das ist nicht gut! Hin. Ohne Call! Jungs, chill, Digga! Halt's Maul! Das war noch nie witzig! Oh, das ist ja noch viel besser! Get the everybody hands up. I can kill you. Go away. Reicht doch irgendwann, Digga. Reicht doch einfach. Ey, hier will ich hin, sowas lustig. Komm, don't shoot, come in. Ja, ey, es ist mit deinem Fuß in 11 Jahre alt. No, come in. It's beiniger Hund. All in the garage, guys. In the garage. Du bist nicht lustig. Report, bro, report. George, come with me. Quick, no, don't shoot. Come with me. George, come with me. Steigen Sie sofort aus. Das ist das LSPD. Hände hoch und rauskommen. Geh weg, Junge. Willis, komm ran. Du verpfst dich doch, Andy, Junge. Stecken Sie sofort. Und die Waffen weg! Elfjährige finden das lustig, jetzt piss dich mal! Stecken Sie die Waffen weg! Gib denen keinen Content. Mach woanders dein Content, Junge! Du bist gut, Digga, du hast 5 Zuschauer, Digga, du Kinder! Stecken Sie sofort die Waffen weg! Digga, mach woanders dein Content! Das ist das LSPD, aussteigen! Halt deine Fresse! Ich grüße meine Mutter! Ja, da liegst du, ne? Du X-Banniger. Später! Hallo, Leute? Leute? Ballers! Los Santos Police Department. Everybody stay where you are. Hands up. Das ist LSPD, bitte aussteigen und Waffen wegstecken. Bitte nicht auf das Einsatzfahrzeug schießen. Ah, die Ballers stinken, alle. Vagos on top. Warum hast du das gemacht? Hör mal auf damit. Kinderkacke, was du hier machst. Jungs, das ist doch Kinderkacke hier. Leute? Ballers? Hört ihr mich noch? Leute, ich höre euch irgendwie nicht. Leute, hallo? Leute, klappt gerade der Ingame-Chat nicht oder sowas? Auf dem Spielplatz gedealt hat. Hast du den Typen gehört? Neue Sneaker. Wer redet Sneaker? Da? Irgend so ein Dulli im Laden. Hey, hör auf mich dazu, zu beleidigen. Hör auf zu singen. Hör mal auf mich zu, zu fahren hier. Ja, Stöcher. Das melde ich im Forum, du. Komm doch raus. Das melde. Kannst du mal aufhören, Alter? Sorry. Also von der Stimme her denke ich jetzt nicht, dass du mich zahm bist, oder? Kannst du mal jetzt mal Seite fahren, Mann? Ah, sorry, Bro. Ich muss hier ein bisschen parken, tut mir leid. Alter, hör auf, Mann. Ist näher. Voll das hässliche Auto. Ja, und du bist hässlich im Gesicht, Mann. Wo hast du die Karre aufgegabelt? Vom Schrottplatz oder was? Oh, hör doch mal auf jetzt, Laden, langsam. Hör du doch auf, Laden. Der Herr, bleiben Sie bitte einmal stehen jetzt. Ja, warum soll ich stehen bleiben, Mann? Weil Sie festgenommen sind. Weil Sie den Typen hier im Auto gerade beleidigt haben, ohne Grund. Er hat mich umgefahren die ganze Zeit. Habe ich gar nicht. Officer, Sie waren dabei, was haben Sie denn mitgekriegt? Ich würde ihn gerne anzeigen. Ja, komm, gib mir eine Anzeige. Ist mir scheißegal, Mann. Ich möchte auch Anzeige gegen ihn machen, dass er mich mehrfach umgefahren hat. Nee, Sie dürfen das nicht. Lassen Sie mich jetzt frei haben oder sonst. Rufen Sie die anderen Kollegen, ich möchte mit einem Kollegen von Ihnen reden. Nö. Nee. Ja, dann los, ich bin Kollegen von Ihnen. Ja, ich nehme Sie mal mit, ach, der Herr, okay? Doch ab, Mann. Ach, chillt doch mal, Leute. Chill doch selber. Was hältst du von Müllabfuhr mal kontrollieren? Oh! Ja. Oh, Monster-Stunt. Lass mal gucken bei der Müllabfuhr. Vielleicht können wir uns da ein bisschen rächen, so, weißt du? Yes. Enemy spotted. Der zuckt noch hier irgendwie. Das ist ein Anzeigebug. Fahr den mal hinterher. Tatsache. Da klebt er wieder. Der ist noch dran. Hallo? Oh, der ist runtergefallen. Hallo? Oh, der Herr? Hallo? Was passiert? Ja, ich bin vom Müllwagen gekippt. Ah, ihr Kollege kommt ihn schon holen. Ja, da links ist eine Tanke, da könnte man... Die Herren, ihr habt da jemanden verloren da hinten. Da liegt jemand auf der Straße. Verloren. Nein, ich bin drauf. Oh, hä? Tatsache. Ja, der ist ja wirklich drauf. Okay, nee, alles gut. Wir hatten uns so Sorgen gemacht. Hallo? Hören Sie mal auf damit, der Herr. Oha, da hat direkt jemand angenommen. Der ist noch nicht weit entfernt, 2 Kilometer nur. Später. Hallo? Ja, ich hab Sie gerufen, hallo. Guten Tag. Wie schaut denn das mit der Bezahlung aus bei Ihnen?
Findest du nicht, das war ein bisschen viel? Ich hab nicht dran gedacht, dass ich selber auch rausfliegen kann. Ist alles okay? Nope. Ist alles okay bei Ihnen, Sir? Ja. Ja, ist alles in Ordnung? Ja, ist alles in Ordnung. Dann ist ja gut. Er ist einfach genau mit dem Schlag verreckt. Hä? Das war einfach ein One-Punch. Eine Minute, 37 Sekunden später. Hallo, Frau Williams. Guten Tag. Sind Sie meine Taxifahrerin? Du musst warten, Junge, das Taxischild steht noch hier. Du hast mich fast mitgeditcht, Junge. Das war Zentimeterarbeit. Das war ein Verrückter. Ich kannte den gar nicht. Wie machen wir das jetzt mit der Bezahlung? Junge, das ist so ehrenlos, aber es ist richtig gut irgendwie. Kommen Sie hoch. Der Verrückte ist weg. Der Verrückte ist weg. Der macht das schon die ganze Zeit hier. Geht's Ihnen gut? Nope. Wie bitte? Geht's Ihnen gut? Was machen wir jetzt? Jetzt stecken wir beide hier fest. Der hat das mit mir auch gemacht. Haben Sie einen Freund? Nein. Kann ich Ihr Freund sein? Nee. Junge, ist das peinlich. Junge, ist das peinlich, ey. Nee, die hättest du leben lassen müssen. Das ist ja unangenehm. Ein paar Sekunden. Haben Sie einen Freund? Nein. Sollen wollen Sie einen Freund? Bei Gott nicht. Er hat zum Glück hätte die Frage. Die hat sich. Der Typ hat mich quer durch die Map tippet. Oh, warte mal. Was soll das? Sie dürfen hier nicht parken. Hören Sie bitte auf. Entschuldigung. Würden Sie auch meinen Müll... Was willst du? Würden Sie auch meine Hausmülltonne leeren? Was? Meine Hausmülltonne, die ist schon seit 2 Tagen voll. Könnten Sie die leeren kommen, bitte? Ja, da sind wir gerade auf dem Weg hin. Ja, beeilen Sie sich mal. Ja, ich gebe mir hier mein Bestes und du? Du rammst uns hier weg. Mein schönes Auto machst du kaputt. Mach hin jetzt. Die Biotonne leert sich nicht von alleine. Ja, nee, heute ist Papiertonne dran. Tut mir leid. Nee, Biomüll auch. Steht so in meiner App. In Ihrer App? Ja, mach jetzt lieber. Nee. Beeil dich. Na, hören Sie mal. Oh, Entschuldigung, sind Sie runtergefallen? Das ist aber doof. Ja, alles gut. Kann mal passieren. Oh. Sorry. Oh nein, ist gestorben. Aber das war nicht beabsichtigt. Das war ein leichter Auffall. Toll. Wie soll ich jetzt Ihren Biomüll abholen? Das war ein leichter Auffahrunfall. Wir können das bestimmt klären. Nee, sowas geht doch nicht. Jetzt stehen Sie mit Ihrem Reifen auf seinem Arm. Jetzt, nee. Also jetzt mal Hand aufs Herz, die Dame. Da sind Sie aber auch ein bisschen selber schuld jetzt. Wieso? Jetzt mal Hand aufs Herz. Nee. Aber wir können das beheben. Wir haben Superkräfte. Sollen wir das beheben? Ja, ich hätte sonst jetzt einfach den Notruf gewählt. Ja, wir machen das. Alles gut. Oh, ich glaube, es hakt. Sie das zu unterlassen, das tut weh. Cisco, ich liebe dich. Ja, komm mal her. Ich geb Geld. Ich geb dir Geld. Komm her. Ja, ich weiß, dass du mich erschießt, aber das juckt mich nicht. Nein, okay, alles gut. Ich hab gar keine Waffe. Ich weiß, dass du mich erschießt. Ich kenne dich von. Willst du eine Waffe? Ich kann dir eine geben. Echt? Hast du eine? Hast du Langwaffe? Ja. Oha, gib mal. Müssen wir mal handeln. Oha, es gibt wirklich so einen Handel. What the. Wie geil. Ja. Oha, oha, gib. Ja, gib. Nee, zweimal annehmen. Ja, ich kenne dich noch von Grant. Wir waren auf Grant mal gemeinsam unterwegs. Echt? Ey, Bro, ich danke dir, ja. Weißt du noch, wo du den 11-jährigen eine Freundin suchen wolltest? Ja. Bist du noch nicht Level 2? Ich hab doch, warte mal. Danke, ja. Du bist gestern auch an mir am Freitag vorbeigefahren. Ja? Ja, aber geil, dass man dich hier auch... Wie kriegt. Kann ich die denn wegstecken, die... Nein, du... Warte. Stopp. Hey. Sie müssen dringend diese Garage verlassen. Verlassen Sie sofort die Garage. Raus. Warte, was? Warum? Raus, weil ich tunen wollte. Raus jetzt, ich bin dran. Halt's Maul, Digga, wer... Am nächsten Tag. Es ist jetzt ein Tag später. Ich habe gemerkt, das Video ist viel zu kurz. Und weil ich ja meine Videos gerne 20 Minuten lang hätte, muss ich halt jetzt noch irgendwas aufnehmen. Ich mache das aber ohne Cam, weil ich gerade nackig vor dem PC sitze und mit meinem riesen Schlong unterm Tisch wedel. Entschuldigung. Grüß dich. Abmarsch. Danke. Genau, da soll ich entweder dich oder... Entschuldigung. Abmarsch. Entschuldigung. Sorry. Schwer vom Begriff. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Mach dich ab jetzt. Ich habe aber eine Frage. Ja, dann kannst du da vorne fragen gehen. Siehst du, dass wir gerade reden? Mach dich ab jetzt. Ja, aber ich wollte sie doch fragen. Ich will die doch nur fragen, wo ich mich umziehen kann, hä? Warum sind die so unfreundlich? Mach dich ab jetzt. Kann ich sie vielleicht einfach fragen? Nein. Bitte, soll ich was ins Knie kriegen oder gleich? Ganz ehrlich, allein für diese Dreistigkeit, dass sie jetzt ein Gespräch hier stören. Nein. Wir sollten uns vielleicht einfach mal kennenlernen. Vielleicht ist es dann besser.
Der Herr würden Sie nochmal bitte weiterreden. Reingefallen. Könnte der Herr mit der lilanen Kappe mal den kompletten Satz bilden? Kevin, geh mal bitte kurz. Kevin, ich stehe über dir, danke. Wir wissen beide, dass ich weiß, wer du bist. Wie kann ich dir helfen? Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, wo ich mich umziehen kann. Du musst, komm mit, ich helfe dir. Ich will mich nur umziehen, ich will einfach hier raus, ganz schnell. Ja, komm mit, ich muss dir dafür Tabletten geben. Na, mein Freund, hast du mich schon vermisst? Wer bist du? Dein bester Freund, Libasta. Nein, das bist du nicht. Wollen wir wetten? Das bist du nicht. Doch, bin ich. Hä? Wie lange hast du Psychologie studiert? 9 Jahre, wenn du es genau wissen willst. Junge, das ist doch ein Witz. Hä? Warum bist du ausgerechnet hier am Stehen, wenn ich hier bin? Keine Ahnung. Junge, das kann doch nicht sein. Warum steht der hier? Warum steht der ausgerechnet da? Ja, ich wurde einfach wegteleportiert. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich kenne das Spielchen. Oh Gott, ist das hier voll. Oh Gott, ist das hier voll. Ganz schnell hier weg. Ja, und falls ihr euch fragt, warum ich so komisch hier aussehe, wie so ein Ballers-Typ, ich habe mir eigentlich gedacht, ich probiere einfach, mich ins Haku zu schleusen. Auf zu den Ballers. Später. Oh ja, wir haben ein paar Polen auf jeden Fall. Die checken das nicht. Ich geh einfach durch alle Türen durch. Die checken das nicht. Was? Ich kann einfach hier reinmarschieren. Kann ich hier irgendwas klauen oder mitgehen lassen? Oder ich nehme einfach einen fest. Kann ich noch Leute festnehmen? Geht das? Oh, das ist jetzt aber problematisch. Ne, manchmal ist das so abgehakt. Ich habe zu wenig Handschellen, oh nein. Oh, sorry, war ein Versehen. Ich nehme die wieder mit, sorry. Oh nein. Wer bist du? Hä, gar nicht, chill mal. Die Person kennen wir nicht, okay? Ich nehme den einfach mit. Ist okay. Hä, ja, ist doch alles cool. Ich wollte nur loben, dass du reingekommen bist, weil du lila trägst. Ja, ihr habt mir alle Türen aufgemacht. Alles richtig gemacht, der Mann. Alles richtig gemacht. Ja, Isaac, der muss jetzt alleine mitkommen. Entfessel mich, du... Nur weil du YouTuber bist, Digga, kannst du ja alles... Ja, genau deswegen, das stimmt. Das ist so unfair, Digga. Hey. Jungs, hört auf zu schießen. Ich glaube, wir müssen da mal eine Razzia starten bei denen. Mal gucken, ob ich die Police Officer irgendwie zusammengetrommelt bekomme, um da eine Razzia zu starten. Boah, Junge, das wär's jetzt noch. Zum krönenden Abschluss eine Razzia bei denen im HQ. Dort wär's aber. Ich meine, offiziell bin ich ja sogar Polizist. Von daher wäre das gar nicht mal so abwegig, das zu tun. Ich muss halt nur irgendwie einen Polizeichef finden, der das mitmacht und der das hier ein bisschen koordiniert, also irgendwie die Leute zusammentrommelt und so. Ey, bist du der Chief? Nee, ich bin nicht der Chief. Ich brauche hier jemand, der das Sagen hat. Oben sind welche? Oben, okay, dankeschön. Ey, ist hier der Chief? Ist hier irgendwo der Chief? Ich suche einen Chief. Nee, den Chief haben wir leider nicht gesehen. Wer hat hier was zu sagen? Hallo? Hat hier irgendjemand was zu sagen? Kommt mal mit, kommen alle mit, bitte. Alle mitkommen. Kommen auch Sie mit. Kommen Sie her. Alle herkommen. Wir müssen die Kollegen zusammen trommeln. Unten in der Garage. Trommelt ihr auch mal bitte Kollegen was? Zusammen. Unten in die Garage. Ich bin Rang 15. Alle in die Garage. Ah, das bin ich wirklich. Warten Sie. Warum ziehen Sie denn Ihre Kleidung hier aus? Ja, weil ich meine Uniform anziehe. Wir gehen jetzt in Einsatz fahren. Und zwar alle zusammen. Wir fahren jetzt einen sehr, sehr heftigen Einsatz. Alle in die Garage bitte. In der Garage aufstellen. Ich bin gar nicht Rang 15. Ich bin Rang 14. Wenn ihr irgendwie Nummern habt oder so oder im Funk, dann bitte einmal durchgeben, dass die sofort hier hinkommen sollen und sich hier aufstellen sollen. Warte mal, funken. Jungs, Cisco sagt, ihr soll runterkommen, was soll ich sagen? In die Garage, alle in die Garage kommen. Alle verfügbaren Einheiten, jetzt sofort. Aber bitte jetzt ernst. Das ist jetzt ein ernster Einsatz. Das ist wirklich Jungs, auf Ernst, ja? Assistant Chief, Herr Winkeler, meint, jede Einheit soll sofort zur Tiefgarage kommen. Wir gründen jetzt eine Gambo-Einheit mit allen verfügbaren Einheiten und wir raiden das Ballers-HQ und wir werden die wegficken, aber komplett. Wir dürfen alles benutzen, was wir können, aber ich brauche definitiv Munition und Waffen. Also, Sie brauchen Munition und Waffen. Warum habt ihr keine Muni? 5,56 und 45. Ich kauf alles. Ich kauf alles. Ich bin sofort wieder da. Junge. Da muss ich sogar aus eigener Tasche die Munition bezahlen für den Einsatz. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aus eigener Tasche zahle ich jetzt Munition. Wei, oh wei. Waffe kaufen.
Herr Winkler, Shotgun. Wir dürfen nicht. Wer sagt das? Die Atmans. Was? Ja, leider. Winkler, komm mal ja, ganz kurz mit. Was ist los? Ey, ich würde dir ehrlich gern helfen und so, aber wir haben gerade von unserem Kurator, also der uns managt mäßig, gesagt, dass wir dir nicht helfen dürfen, weißt du? Ich Wer war das? Gern, aber ihr habt ihm gesagt, ich hab ihm gesagt, dass er es bitte abklären soll. Also nur so einmal weiß, ich möchte nicht Fanboyen oder so, einfach nur dir helfen, weil, wie gesagt, ich finde deine Videos einfach geil. Ja, ey, ich bin voll dabei. Wir waren kurz davor loszufahren. Ich möchte es einfach abklären, dass wir dafür kein Warn oder so bekommen. Ich krieg dafür keinen Warn. Nein, wenn ich das koordiniere, kriegt ihr keinen Warn. Hallo Ex, warum musst du das abklären? Wir machen das jetzt. Es ist meine Verantwortung. Es ist meine Verantwortung. Ich bin schuld. Ich bin schuld an allem. So, Leute, zuhören. Hallo, zuhören. Leute. Kommt alle her hier. Also, passt auf. Wir meinen, es ist Zweierbesetzung. Wer keinen Partner findet, fährt einfach alleine. Hauptsache, er hat ein Auto. Das ist ganz wichtig. Und ihr braucht Handfesseln. Ganz viele Handfesseln. Einfach machen. Das ist meine Verantwortung. Ich krieg auf den Sack dafür heute. Dann fahren wir ins Ballers-Haku und nehmen die alle fest. Bitte vermeidet es, die umzubringen, okay? Nicht umbringen. Jetzt holt euch einen Taser. Abfahrt. Und Handschellen. 12 Sekunden später. Kontrolliert bitte nochmal, ob ihr alle Taser dabei habt und Handfesseln. Ihr werdet ganz viele Handfesseln brauchen. Also ich nehme an, wir sind komplett, oder? Wo ist der Rest? Beeilung, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ey, ihr wisst gar nicht, was ich auf mich nehme dafür, dass wir das hier machen dürfen. Also ich habe bestimmt von 6 Admins, 2 PR-Managern und einem Head-Admin gesagt bekommen, dass das hier verboten ist. Und ich mache das jetzt trotzdem einfach. Ich mache es einfach. Ich werde so auf die Fresse kriegen dafür. Ich riskiere meine Partnerschaft. Achtung, wir fahren jetzt los. Ja, bitte hinter mir her, sobald wir am Ballers-HQ angekommen sind, aussteigen und die Ballers festnehmen. Verstanden? Gut, bitte folgen. Sirenen könnt ihr gerne anmachen. Ich möchte vollen Einsatz sehen. Das ist das LSPD. LSPD, sofort die Hände hoch. LSPD, Hände hoch. Ihr seid festgenommen. Nein, sie hauen nicht ab. Tupac Shakur, bitte stehen bleiben. Rein, festnehmen. Nehmt sie alle fest. Festnehmen. Na los, rein hier. Festnehmen. Nehmt sie alle fest. rein in die Sporthalle. Holt die alle in die Sporthalle. Alle in die Sporthalle ziehen, bitte. Was ist los? Wo ist denn der Tupac? Wo ist der Tupac Shakur? Tupac. Was habe ich Ihnen gerade gesagt? Es ist mir sowas von egal, was Sie gesagt haben. Ey, benimm dich. Hab Respekt. Nö, absolut nicht. Ey, was ist hier los, ey? Was ist denn das hier? Sie können uns nicht einfach fesseln hier. Klar können wir. Anweisung von Herrn Winkler, machen Sie das ein. Zieht die Gefangenen bitte in die Sporthalle, danke. Korrupter Staat oder was hier? Ruhe jetzt. Verdammt, wo haben die denn diesen Anführer? Dieser Typ, der aussieht wie Tupac, das ist der Anführer. Deswegen will ich den die ganze Zeit sehen. Wo ist der denn hin? Hat er sich jetzt eingeschlossen auf Toilette oder was? Hat er Angst bekommen, sich eingesperrt? Wo hat er sich eingesperrt? Ich hab ihn. Nee, das ist er nicht. Nee, hier war noch einer. Noch ein anderer. Einer, noch. Ah, hier haben sie ihn. Okay, top. Bringt ihn in die Sporthalle. Bringt ihn einfach runter. Ja, alles klar. Aber einer fehlt noch. Hier ist einer abgehauen. Der hat sich doch wohl nicht auf Toilette versteckt, oder? Hallo? Haben Sie sich auf der Toilette versteckt? Kommen Sie bitte raus. Raus da. Ja, da der Rest von euch sich auf der Toilette eingesperrt hat und dort auch nicht mehr rauskommen will. Ich wollte nur einmal fix klarstellen, dass hier mit der Polizei nicht gefickt wird, damit das klar ist. Ja, wir sind die Staatsmacht und ihr habt uns zu respektieren. Und falls ihr nochmal frech werdet, dann kommen wir nochmal und nochmal und nochmal. Und wir kommen immer wieder, bis ihr weint und umzieht. Habt ihr es verstanden? Ich hoffe, ihr habt das verstanden, ja. Kollegen, wir können wieder abziehen. Message ist erfolgreich überbracht worden. Die Message wurde erfolgreich überbracht. Wir können wieder nach Hause. Also ich wollte nur noch einmal klarstellen, ja, wir müssen hier agieren, wie sie agieren. Also wenn sie sich verhalten wie Ghetto-Strukturen, dann müssen wir eben auch agieren wie eine Ghetto-Struktur. Wie bitte? Herr Winkler, die greifen uns hier an. Umdrehen und Waffen ziehen. Die werden beschossen. Waffengewalt autorisiert. Die schießen. Waffengewalt autorisiert. Knallt die weg. Vorrücken. Vorrücken. Junge, ey. Ja, einständig hin, kein Schaden. Hier ist grüne Wiese. Ah, okay, top. Ja, dann zieht ab, dann könnt ihr abziehen, alles top. Die Message ist überbracht worden. Nächstes Mal sind wir nicht so nett, ja? Nächstes Mal sind wir echt nicht so nett. Beim nächsten Mal scheppert's. Das nächste Mal knallt's, aber direkt.